Hi, schön, dass du da bist. Ich zeige dir heute Merkmale für einen Hackerangriff oder dass ein Virus auf deinem Computer drauf ist. Dafür gibt es mehrere Kennzeichen und wir sprechen die alle durch und was du am besten machst, wenn irgendeins dieser Zeichen bei dir auftritt. Cybersecurity. Beginnen wir gleich mal mit dem ersten und das erste ist, dein PC ist langsamer als normal. Sprich, der Virus arbeitet im Hintergrund, tut irgendwas nachinstallieren oder irgendwas überwachen oder meint Bitcoins mit deiner Grafikkarte zum Beispiel. Dann wird dein PC langsamer und so erkennst du eben, dass es ein Virus ist. Wie kannst du jetzt nochmal genauer nachschauen, ob es wirklich ein Virus ist, denn es könnte auch einfach sein, dass ein Windows-Update installiert wird oder so. Du öffnest den Task Manager und klickst hier auf CPU. Dann werden deine Prozesse nach Rechenleistung sortiert und du kannst nachschauen, welches am meisten braucht oder welche Prozesse viel Rechenleistung brauchen. Und dann googelst du einfach den Namen, um herauszufinden, was das für ein Programm ist und was das macht. Leider kann man sich nie hundertprozentig sicher sein, denn es gibt auch Viren, die sich in andere Programme reinschreiben oder in Windows-Prozesse. Genau, das war das erste Indiz. Das zweite Indiz ist eben, dass sich zum Beispiel komische Seiten öffnen. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel den PC startet und dann öffnet sich euer Browser und es geht gleich mal auf irgendeine Seite mit Werbung zum Beispiel, dann könnt ihr euch relativ sicher sein, dass ihr euch Adware eingefangen habt, also Software, die Werbung auf eurem PC lädt oder Werbung installiert. Und das ist nämlich nicht gut, denn Adware kommt auch selten alleine. Also sprich, es könnte auch noch ein Trojaner mit heruntergeladen worden sein, der eben dann eure Passwörter abfängt und so weiter. Also wenn komische Seiten aufgerufen werden, ohne dass ihr das selbst gemacht habt oder ohne dass irgendwas angeklickt habt, dann ist es ein Zeichen für ein Virus. Also hier dann auch mal Vorsicht geboten. Ja, dann gibt es auch noch ziemlich bekannte Viren. So, das sind Verschlüsselungstrojaner. Und die bringen meistens eine Meldung über den ganzen Bildschirm hier so. Ja, Bundespolizei und so weiter, bitte überweis uns Geld. Das ist natürlich auch ein Indiz. Und hier ist es geraten, sehr schnell zu handeln. Das Erste, was ihr macht, ist, ihr steckt euer Netzwerkstecker ab, dann können keine Daten von euch ins Internet gesendet werden. Und das Zweite ist, ihr fahrt euren PC herunter. Ihr könnt das auch umdrehen. Also vielleicht ist es auch schlauer, erst den PC herunterzufahren. Denn wenn euer PC ausgeschaltet ist, kann das Programm nicht weiter verschlüsseln. Also habt ihr noch eine Chance, nicht verschlüsselte Daten wiederherzustellen. Auch immer wichtig, wenn ihr der Meinung seid, irgendwas ist ein Virus drauf oder irgendwas wurde verschlüsselt, holt euch immer Tipps von einem Experten. Genau. Dann kommen wir jetzt zum nächsten. Zum Beispiel, wenn irgendwelche Dateien weg sind, die ihr aber sicher nicht gelöscht habt. Das ist auch ein Indiz, dass eben irgendwas nicht stimmt, dass vielleicht irgendein Hacker bei euch Dateien gelöscht hat und so weiter. Also wenn irgendwas, die Dateien verschoben wurden oder im Mülleimer gelandet sind, dann schaut genau hin, fragt auch wieder einen Experten. Allgemein kann man auch sagen, so wenn sich der Computer nicht so verhält, wie er normal sich verhalten sollte, oder wenn sich irgendwas geändert hat, Webseiten aufploppen, euer Virenscanner zum Beispiel ausrastet, ist auch ein Indiz. Denn wenn unten kommt, ja, ihr System ist nicht sicher, dann ist natürlich Vorsicht geboten und man sollte dann nachschauen, was los ist. Irgendwelche Meldungen kommen von der Bundespolizei. Genau. Was aber auch ein Zeichen sein kann, ist zum Beispiel, wenn du jetzt auf Facebook gehen willst und dich einloggst, aber du kommst nicht mehr in deinen Account rein, steht dort ein Passwort falsch. Und du bist ja aber sicher, du hast das Passwort richtig eingegeben. Dann kann es sein, dass ein Hacker deinen Account übernommen hat und das Passwort geändert hat. Und dann solltest du auf jeden Fall auch handeln und Facebook kontaktieren. Als Erstes würde ich persönlich meine E-Mail ändern, denn wenn ein Hacker Zugriff auf deinen E-Mail-Account hat, kann er so gut wie alle anderen Accounts übernehmen. Das machst du aber nicht von dem PC, der eventuell gehackt wurde, sondern von einem Handy oder von einem PC, wo du sicher weißt, dass er sicher ist.
Genau. Wenn du das gemacht hast, fragst du natürlich auch nochmal einen Experten und änderst alle anderen Passwörter. Genau. Dann kannst du einfach immer so vorgehen, wie ich es dir gesagt habe. Netzwerkstecker ziehen, PC ausschalten, Experten fragen, Passwörter ändern und sichere Passwörter verwenden. Und ja, das waren auch die Indizien. Ich fasse nochmal kurz zusammen. PC ist langsamer. Sicherheitsmeldungen, also die über den ganzen Bildschirm gehen, Sicherheitsmeldungen vom Virenscanner. Dateien verändern sich oder die Maus bewegt sich auch. Auch ein Zeichen für ein Remote-Administrationstool, ganz gefährlich. Dann kann er zu hoher Wahrscheinlichkeit auch auf die Kamera zugreifen und auf dein Mikrofon. Und du kannst dich nicht mehr in deine Accounts einloggen. Ja, das waren so die größten Anzeichen dafür. Und wie du dich schützt, habe ich dir auch schon erklärt. Also, bleib sicher, pass auf dich auf, handel schnell. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Abo, ein Like auch. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video. Mach's gut.